Dann habe ich eine LP aufgenommen, Kein schöner Land in dieser Zeit. Ein Riesenknaller sofort geworden, in der Blütezeit des Beats. Die Beatles waren ja in der gleichen Firma wie ich auch. Und ja, dann habe ich noch im gleichen Jahr noch einen 10-Jahres-Vertrag angeboten. Wie ich den Vertrag gelesen habe, habe ich gesagt, nee. Ich sage zu meinem Produzenten, Herr Bendix, das kann ich nicht glauben. Ja, sagte, das ist, die wollen ja jedes Jahr so und so viel Geld geben. Nee, ich sag, für mich alleine. Ja, klar, für dich.